Schnittig sehen sie ja aus, diese Rennwagen. Auf das typische Miau müssen Motorsportfans allerdings verzichten. Denn bei der Formel E ist alles elektrisch. Mit der 2014 startenden Rennserie will der Automobilsportverband FIA Elektrofahrzeuge ins öffentliche Bewusstsein bringen. Die Rennen sollen in den Stadtzentren von Metropolen stattfinden. Einer von weltweit 10 Austragungsorten ist Berlin. Aus gutem Grund, sagte der Chef der Rennserie Alejandro Agag bei der offiziellen Vorstellung am Donnerstag. Berlin ist eine Stadt, die jung und cool ist. Umweltthemen und Nachhaltigkeit sind hier wichtige Anliegen. Es ist also eine Stadt, die all das hat, was wir für unsere Rennserie wollen. Mit der Formel E sollen Interesse und Investitionen in Elektromobilität und nachhaltiges Autofahren langfristig gefördert werden. Der Ex-Formel 1-Pilot Lucas Di Grassi ist anscheinend bereits bekehrt. Ein elektrischer Antrieb spricht auf Befehle vom Gaspedal viel direkter an. Für professionelle Fahrer ist diese Rückmeldung sehr viel präziser als von einer Verbrennungsmaschine. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, will man gar nicht mehr zurück. Rund eine Stunde dauert ein Formel-E-Meisterschaftsrennen. 10 Teams mit je 2 Fahrern sollen daran teilnehmen. Bei einem Boxenstopp wird das ganze Fahrzeug getauscht. Ein Wechsel allein der Batterie ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Die Formel-1-Rennboliden können auf der Strecke Geschwindigkeiten von mehr als 220 Kilometern pro Stunde erreichen, bei null Emissionen. In Berlin sollen die 20 vollelektrischen Wagen später aber nicht durchs Regierungsviertel brausen, sondern über einen eigens gestalteten Rundkurs auf dem Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof.